Ja, herzlich willkommen bei Acer. Wir haben hier ein neues Notebook, das V5, das einige vielleicht schon kennen, aber es kommt mit einer sehr interessanten Neuerung. Wir können die V5-Serie jetzt nämlich auch mit Touch ausrüsten. Das heißt, diese Ultra-Thin-Notebooks werden ab sofort voll touchfähig sein und voll funktional im Touch-Modus bedienbar sein. Ganz wichtig, da kann man Windows 8 nämlich deutlich besser mit steuern und man bekommt ein Gerät, was im interessanten Preisbereich von 499 bis 699 Euro sehr, sehr interessant ist, da man sonst Touch in diesem Preissegment bisher von Acer nicht bekommen hat. Was gibt es sonst noch in der Hardware zu finden oder wie ist die Ausstattung? Wir bringen die Geräte mit Pentium, Core i3 oder Core i5, je nach Konfiguration und können zudem mit verschiedenen Festplatten und auch Arbeitsspeichervarianten an den Markt kommen und werden das Ganze dann mit einem optischen Laufwerk kombinieren. Das heißt, obwohl das Gerät sehr, sehr flach ist, man sieht das hier, ungefähr 2,2 cm, wird das Ganze dann entsprechend auch mit einem optischen Laufwerk versehen sein, sodass man dort auch keinen Rückschritt entsprechend machen muss. Was gibt es noch? USB 3.0, denke ich mal, gehört dazu. Das ist ziemlich klar. Wir haben Bluetooth mit drin und wir bieten das Ganze mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur an. Das heißt, auch designmäßig braucht man hier keine Rückschritte machen. Das Gerät gibt es in Silber, Schwarz, Pink und in Blau. Und es ist ab sofort verfügbar. Die ersten Geräte sind bereits am Handel. Und wie gesagt, wird das Ganze bei 499 Euro starten.